Jungs, jeder von uns kennt diese eine Phase, wo man sich einfach nur lost fühlt. Ich nenne diese Phase den losten Zustand. Wallah, wirklich sehr kreativ von mir. In dieser Phase war ich letzte Woche, obwohl ich wusste, dass ich lernen muss, lesen muss, ja, ins Fitness gehen muss, an meinen Skills arbeiten muss und was es alles noch so da draußen gibt, habe ich es trotzdem nicht gemacht und konnte mir jetzt nicht mit Disziplin oder Motivation, das lag eigentlich gar nicht daran. Es lag einfach nur daran, dass ich irgendwie nicht mehr den roten Faden hatte, ja, auf gut Deutsch. Und ich einfach komplett lost war, ja, das ist der beste Begriff, den ich hier verwenden kann. Lost. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe an eine Lösung gesucht. Und ich habe eine Lösung auch wirklich gefunden. Und diese Lösung möchte ich halt mit euch teilen. Erstmal muss ich zu der Idee kommen. Zuallererst einmal wollte ich eine Art Zeitstrahl machen. Ihr wisst doch, das, was wir in Geschichte hatten. Also, erstmal passiert etwas und dann passiert das andere. Wäre das davor nicht passiert, wäre das andere nicht passiert. Ein Beispiel dafür wäre jetzt zum Beispiel: gäbe es den Ersten Weltkrieg nicht, gäbe es den Versailler Vertrag nicht, es gäbe dann die Unzufriedenheit in Deutschland nicht, Hitler wäre vielleicht nicht an die Macht gekommen und so weiter und so fort. Also, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Geschichte gar nicht mag, aber. Besser kann ich es jetzt nicht erklären. Genauso ist es eigentlich auch mit unseren Gewohnheiten. Ja, das war meine Idee davor. Aber ich habe dann bemerkt, wie soll ich mich selbst mit Zeit beschreiben? Das ist mir irgendwie, das ist ein bisschen komisch. Also wenn du das kannst, Bruder, schreib es in die Kommentare, weil ich habe es nicht geschafft, auch nach ein paar Tagen. Und deshalb kam ich zu einem Pyramidenschema, ja, und nicht mein Zeitstrahl. Und dieses Pyramidenschema möchte ich jetzt mit euch teilen. Und zwar besteht mein Pyramidenschema aus mehreren Schichten. Und die erste und wichtigste Schicht ist natürlich die Gesundheit, meine Damen und Herren, wer hätte das erwartet? Ohne die Gesundheit geht gar nichts, ja. Und zu der Gesundheit zählen wir natürlich den Schlaf, die Bewegung, also die allgemeine Bewegung. Ich rede jetzt nicht über Fitness, mal Fitness mit Trainingsplan und so. Ernährung und die Stressbewältigung, ja, nicht zu vergessen. Zu der zweiten Schicht, die dann darüber kommt, ja, also ihr wisst, ich glaube, ihr wisst, wie ein Pyramidenschema aussieht. Die zweite Schicht ist die Persönlichkeitsentwicklung. Zu der Persönlichkeitsentwicklung gehören natürlich die Aktivitäten, die wir brauchen und tätigen, also machen, um uns persönlich zu entwickeln. Dazu gehören natürlich das Lesen, das Trainieren, jetzt wirklich das Trainieren, ja, die Meditation und bei dem einen oder anderen auch die Religion. Und bei jedem ist es natürlich ein bisschen anders. Ich mache persönlich nur das, was ich gerade aufgezählt habe. Bei dir sind es natürlich auch andere Sachen. Und bei der dritten Schicht, ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe für die dritte Schicht sehr lange gebraucht, um wirklich einen Namen zu finden, weil ich konnte, ich bin nicht wirklich drauf gekommen. Und wenn du einen besseren Namen hast, dann schreib es natürlich in die Kommentare. Ich würde mein Schema am liebsten auch wirklich verbessern. Ich bin aber zum Entschluss gekommen, dass ich das einfach mal die kreative Äußerung nenne. Die kreative Äußerung. Dazu gehören natürlich die Sachen, die wir in der Persönlichkeitsentwicklung gelernt haben. Und das jetzt auf unsere eigene Art und Weise weitergeht. Zum Beispiel das, was ich jetzt gerade auf YouTube mache, das ist eine kreative Äußerung. Zeichnen, eine kreative Äußerung. Fußball spielen, eine kreative Äußerung. Codieren, eine kreative Äußerung. Und so weiter und so fort. Also alles, was wir aus eigener Hand machen, ist eine kreative Äußerung. Und es gibt noch eine Schicht, die nicht die vierte Schicht ist und die wichtigste Schicht ist von allen, ja, wichtiger ist sogar als die Gesundheit, so dumm es auch klingt, und zwar die nullte Schicht. Und ich nenne die nullte Schicht das Ziel, weil ohne das Ziel wirst du dich nicht mal auf deine Gesundheit fokussieren, vertrau mir. Und bei dem Ziel fragen wir uns wirklich nur eine Sache: Warum? Warum sollte ich mich auf meine Gesundheit fokussieren? Damit ich mich auf meine Persönlichkeitsentwicklung fokussieren kann. Warum sollte ich mich auf meine Persönlichkeitsentwicklung fokussieren? Damit ich mich auf meine auf meine kreative Äußerung fokussieren kann. Warum sollte ich mich auf meine kreative Äußerung fokussieren? Damit ich meine Ziele erreiche. Aus diesem Pyramidenschema ist jetzt so eine Art, wie nennt man das? Kreis. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ihr wisst genau, was ich meine. Also so eine Art Kreis geworden. Aber wie sieht das eigentlich so in Real Life aus? Stell dir mal vor, ich stehe morgens auf. Ich habe meine Art To-Do-List schon am Abend davor gemacht, so wie ihr es von mir gelernt habt. Ich fange mit dem Lesen an, merke, wird nichts. Okay, heute wird geskippt, ist nicht schlimm. Ich mache einfach mal weiter. Okay, mit der Meditation. Ach, Bruder, diese Gedanken, ich kann nicht. Nein, nein, ich kann mich nicht konzentrieren. Wird geskippt. Okay. Oh, Bruder, ich muss ein YouTube-Video machen. Ja, ich mache jetzt ein YouTube-Video. Mach Kamera an. Babarab. Wird nichts. Ich komme nicht dazu, mich richtig zu äußern. So, jetzt setzt du dich hin und denkst dir, Bruder, ich habe gar nichts erreicht. Holst das Schema raus. Bab. Und schaust dir deine Liste an. Okay, was habe ich heute nicht erreicht? Ich konnte mich nicht kreativ äußern. Und jetzt, ganz wichtig, wenn ich eine Schicht nicht ausführen kann, dann liegt es an der Schicht davor. Ganz wichtig. Also wenn ich meine kreative Äußerung nicht äußern konnte, dann liegt es an der Persönlichkeitsentwicklung. Konnte ich mich heute kreativ äußern? Konnte ich ein Video machen? Nein, also jetzt an meinem Beispiel. Konnte ich mich aber persönlich entwickeln? Also das mit dem Lesen und der Meditation? Na, auch nicht. Hatte ich denn guten Schlaf? Jetzt kommen wir zur Gesundheit zurück. Boah, jetzt mit Ramadan und das Sahur aufstehen um 3 Uhr morgens. Ja, mein Schlaf war katastrophal.
Ja, dann liegt es sicher an der Gesundheit. Seht ihr, was ich meine? Und das Ding ist, du kannst keine Schicht überspringen. Du kannst nicht von Gesundheit auf kreative Äußerung, weil, naja, du musst schon irgendwas in der Tasche haben, das du gibst. Weißt du, was ich meine? Ich kann jetzt nicht aus der Nichts ein YouTube-Video machen. Deswegen müssen wir uns diesmal auf unseren Schlaf fokussieren. Oder vielleicht auch auf die Stressbewältigung. Ja, ich weiß, jederzeit die Kanake ist sauer in Ramadan. Ja, Bruder, fokussiere dich auf den Stress und nicht auf die Skills, die du lernen möchtest. Ich würde an deiner Stelle das Schema jetzt von den Fachbegriffen jetzt mal kopieren. Also mit dem 0, 1, 2, 3, also dem Schema, was laber ich da? Mit dem Ziel der Gesundheit, die Persönlichkeitsentwicklung und der kreativen Äußerung. Von mir aus, wenn du Synonyme benutzen willst, mach das. Und ich würde selber meine Sachen da reinballern. Wenn du von mir aus nicht liest oder zum Beispiel Podcast hörst, dann schreib Podcast rein von mir aus. Auf jeden Fall versuch so persönlich zu machen, wie es nur geht. Ich hoffe, du hast gecheckt, wie das Schema aufgebaut ist. Wenn nicht, dann schau das Video nochmal, weil ich bin mir sicher, ich hab's eigentlich gut erklärt. Nein, Spaß. Wir möchten nicht in diesen losten Zustand kommen, weil ich finde den, oder ich würde lieber eine Schelle von meinem Bruder kassieren, als in diesen Zustand zu kommen. Ich fühle mich zwar 2 Sekunden lost, aber ich bin dann wieder zurück. Ja, deswegen macht euer eigenes Schema, benutzt meine nur als Vorlage, wie immer. Und ja, Zeit, die du in dir selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.